In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mithilfe des Programms Inkscape ein solches Fließschema erstellen könnt, das wir in der Schule ja besprochen haben. Zunächst mal habe ich zwei Vorlagendateien erstellt, und zwar einmal eins für eine hochkantige, also eine Hochkantansicht, und die gleiche nochmal mit Queransicht. Also Querbild hier. Ihr könnt euch entscheiden, was zu eurem Plan besser passt. Zunächst mal zu dieser Ansicht hier. Wichtig ist dieses hier. Das ist der Bereich, der später ausgedruckt wird. Alles, was außerhalb hier ist, ist als Vorlage gedacht, die ihr dann verwenden könnt und sie hier platziert. Man kann die Ansicht verschieben, indem man hier oder rechts das hoch runter bzw. links rechts schiebt, und dann kann man das Ganze platzieren. Vergrößern geht mit einer Taste hier rechts. Ich benutze aber immer, weil man es eigentlich meistens besser zur Verfügung hat, das Mausrad. Das ist also die mittlere Maustaste, die in Form eines Rades benutzt werden kann. Und zwar muss ich dazu aber noch die Steuerungstaste links unten auf der Tastatur drücken, festhalten, und dann kann ich das Ganze vergrößern und verkleinern. Rein und raus zoomen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte an dieser Ecke irgendetwas platzieren und vergrößere dort, um es genauer zu bearbeiten, zum Beispiel. So, bei diesem Programm handelt es sich um ein sogenanntes Vektorgrafikprogramm. Das ist also kein Programm, wo ich einzelne Pixel habe, einzelne Bildpunkte, sondern das Ganze ist in Form von Linien organisiert. Diese vorgegebenen Objekte, die ich hier habe, die kann man verwenden, sie verschieben und oder, was eben sinnvoller ist, damit ihr sie mehrfach zur Verfügung habt, ihr könnt sie kopieren. Das kann ich entweder machen über Rechtsklick, Kopieren, Einfügen. Oder ich nutze einen Tastaturbefehl. Dazu drücke ich wiederum die Steuerungstaste, allerdings zusammen mit C. Das ist übrigens auch hier zu sehen. Kopieren, Steuerung und C. Und einfügen, Steuerung und V. Also Steuerung und C drücken. Wenn das hier aktiviert ist, das erkennt man hier an diesen, so an den Anfassern da rundherum. Und wenn ich es Steuerung C gedrückt habe, es also in den Zwischenspeicher kopiert habe, kann ich mit Steuerung V es wieder einfügen. Und zwar erscheint das genau unter der Spitze meines Mauszeigers. Wenn ich es einmal kopiert habe, kann ich es dann an jede beliebige Stelle einfügen. Das Ganze funktioniert bei den anderen Sachen auch. Steuerung C, Steuerung V. Genauso mit den Pfeilen. So, jetzt habe ich hier verschiedene Größen. Ich habe euch übrigens hier auch nochmal die wichtigen Werkzeuge, die ihr noch brauchen werdet, markiert. Was noch wichtig ist, neben diesem Werkzeug hier zum Objekte verschieben und platzieren und so weiter, sind hier die Pfeile. Und zwar kopiere ich da mal einen, Steuerung C, Steuerung V, und platziere ihn hier. Wenn ich den Pfeil verändern will, also ihn zum Beispiel verkürzen oder verlängern, benutze ich hier dieses Werkzeug, das Knotenwerkzeug, und vergrößere das Ganze mal, also Steuerung, Mausrad rein. Und dann habe ich hier die zwei sogenannten Knoten, und die kann ich bewegen, und dann kann ich den Pfeil verändern in seiner Länge. Das kann also die Länge sein, es kann aber auch eben schräg sein, wenn ich irgendwas schräg markieren will. So, wegen der Größe, dazu muss man wissen, man kann zwar ein Objekt so verbreitern, ich kopiere gerade mal ein anderes nebendran. Der Nachteil ist allerdings, wenn ich das jetzt hier so verbreite, ups, dass sich die Form ändert. Also hier diese Schräge hat jetzt eine andere Steigung im Vergleich zu dem hier. Also das verändert sich. Ich hoffe, das reicht soweit. Nun zum Schreiben von Text. Ich würde euch raten, dass ihr zunächst mal den Text schreibt.
Wir hatten ja zum Beispiel zu den klaren Flüssigkeiten vier Stoffe: Brenn, Spiritus, destilliertes Wasser. Und jetzt sind wir es ja gewöhnt, dass wir normalerweise im Computer einfach die Return-Taste drücken und dass es dann in die nächste Zeile geht. Das hier ist hier ein wenig komplizierter. Ich empfehle euch der Einfachheit halber, das Folgende zu machen, nämlich einfach quasi die zweite Zeile neu eingeben und dann einfach die zwei Zeilen richtig übereinander zu rücken. Also das war dann noch Salzwasser und Essig. So, jetzt scrollen wir gerade noch mal rein, holen uns hier das lange Feld. Jetzt passt der Text da einigermaßen rein, nur er ist hinten dran. Das kann passieren, weil ich den Text eben zuerst geschrieben habe und das nächste kopierte und hier eingefügte liegt jetzt quasi obendrauf. Das kann ich hier verändern, indem ich zum Beispiel sage, das soll nach unten und dann steht das da drin. So, was ich machen könnte, wäre das vertauschen, dann passt das hier rein. So, dann hätten wir ja zum Beispiel als nächstes die Untersuchung nach dem Geruch. Dann kann ich mir hier etwas kopieren, Steuerung C, Steuerung V, schreibe ein, typischer Geruch, Fragezeichen und verwende Pfeile. Und verkürze sie hier ein bisschen. Man kann sie natürlich auch länger verwenden, man muss halt nur gucken, dass das Ganze dann auch drauf passt. So, und hier entsprechend das daneben und nach unten nochmal ein Pfeil. Dann hole ich mir hier solche möglichen Ergebnisse. Typischer Geruch, zum Beispiel ja oder nein, Steuerung C. Ich mache immer Steuerung C, Steuerung V. Da habe ich meine Vorlagen links und rechts noch da und kann das so ergänzen. Und jetzt habe ich nur noch zwei zur Auswahl. Zum Beispiel hier, typischer Geruch wäre ja Essig und Spiritus, Brennspiritus und hier unten dann Salzwasser und destilliertes Wasser. Und so kann man das Ganze dann ergänzen. Ein kleiner Tipp, wenn wir jetzt feststellen, dass das nicht mehr drauf passt auf das Blatt, müsste man es entweder ein bisschen verkleinern, das heißt Pfeile verkürzen, oder man markiert alles, indem man einfach dieses Werkzeug hier aktiviert hat, linke Maustaste festhalten, alles markieren, loslassen und dann hier verkleinern. Jetzt ist allerdings das Problem, da kann man das Ganze verformen, aber Steuerungstaste festhalten und schon skaliert es so, dass das Verhältnis von Höhe und Breite gleich bleibt. Zum Thema Text noch den Hinweis für den Fall, dass euch der Text zu groß ist. Könnt ihr zum Beispiel auch diesen Text hier markieren? Ich habe jetzt doppelt drauf geklickt und dann die Größe ändern. Zum Beispiel, dass es größer ist. So. Dann wird der Text sehr viel größer. Beim nächsten Mal, wenn ich schreibe, ist dieser Wert 50 jetzt voreingestellt. Nee, komischerweise nicht. Okay. Das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Aber hier. Es kann passieren, dass der Text dann bleibt, die Textgröße bleibt. Ansonsten muss man es halt nochmal neu einstellen. So, wenn ihr Fragen und Probleme habt,
fragt bitte mich oder irgendeinen anderen Mitschüler, der da Erfahrung hat, nach und erstellt euer Fließdiagramm zum Thema 5 weiße Feststoffe, vielleicht auch noch eine Überschrift dann dazu schreiben.